Wir haben mich schon länger verfolgt und auch meine Videos zum Thema, warum ich mich, je länger ich mich pflanzlich ernährt habe, nicht gerne als vegan bezeichne, gesehen hat und ich auch schon mit der oft sehr restriktiv denkenden Rohkost-Community so meine Meinungsverschiedenheit hatte und habe und eben beziehungsweise zusätzlich das Mitgefühl und den Respekt in der Ernährung auch nicht losgelöst von meinen Mitmenschen betrachte, der wird verstehen, dass ich, um auch nicht jedes Mal, wenn jemand mich gerne in irgendeinen Kasten einordnen möchte, ich mit der Nennung eines Begriffs dieses Denken unterstütze und nun eben konsequenterweise eine Vereinfachung dieser Situation herbeiführen möchte. Ich habe mich vor ein paar Videos mal versprochen, indem ich gesagt habe, dass ich rogan lebe. Es haben mich einige von euch darauf hingewiesen und nach der Recherche im Internet habe ich festgestellt, dass es dieses Wort nicht gibt und dass keiner darauf irgendeinen Anspruch hat, mit dem ich mich darüber streiten müsste, wer nun Recht bzw. Unrecht hat bzw. ich irgendwie erklären müsste, ja, wo nun der Unterschied zu dem anderen Menschen liegt und der anderen Meinung, die sich ebenso bezeichnen, weil es niemanden gibt, der diesen Begriff nutzt oder der rogan lebt. Entsprechend war die Domain, also das digitale Recht an dem Wort, noch verfügbar. Und ich habe für mich persönlich und ja, für mich persönlich einfach mal meine Definition einer idealen, vor allem auch einer ganzheitlichen Lebensphilosophie aufgeschrieben, die natürlich auch von mir gelebt wird und entsprechend dieses Wort rogan nun belegt. Das schließt natürlich nicht aus, dass sich nicht irgendjemand trotzdem irgendwie daran stößt, auch wenn das Wort bis dato eben noch keine Bedeutung hatte, aber es gibt ja manchmal die Menschen. Aber zumindest kann ich jetzt einen Begriff benutzen, den vor mir noch keiner in irgendeiner Form mit einer Bedeutung belegt hat und ich eben auch dieses digital festhalten, um auch zukünftigen Rechthabereien aus dem Wege zu gehen und einfach sagen kann, ich habe es zuerst genannt und ich möchte eben mit diesem einen Wort das sagen, was mich ausmacht. Das Besondere daran und auch der Grund, warum ich mich weder als Veganer noch als Rohköstler im allgemeinen Sprachgebrauch fühle und auch immer das Gefühl habe, mich davon in bestimmten Situationen auch zu distanzieren, ist, dass rogan eine Definition ist, die der Realität gerecht wird. Das bedeutet eine Definition, die lediglich Orientierung bietet und sich nicht anmaßt, eine für alle Menschen gültige Aussage treffen zu können, obwohl dieselben Worte bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Bedeutung haben und es somit immer wieder zu irgendwelchen Rechthabereien kommen muss quasi. Die Definition rogan, die ihr auf der entsprechenden Webseite nachlesen könnt, die ich unten in die Infobox reingepackt habe, rogan.de, ist ja, lediglich der Finger, der auf das Universum zeigt, aber nicht das Universum selber. Denn das Universum kann je nach Blickwinkel anders erscheinen, obwohl es immer noch das Universum ist. Das Universum ist Liebe und nur die Liebe bringt allen Menschen Erfüllung. Das bedeutet, unterschiedlich lebende Menschen suchen nach derselben universellen Liebe, auch wenn sie die Welt anders wahrnehmen, anders handeln und sich auch anders ausdrücken. Rogan steht für die Verbundenheit und die Freiheit gleichermaßen. Eine friedvolle Lebensweise, die den Menschen nicht losgelöst von seiner Umwelt sieht, sondern als ein Teil von ihr. Es gibt keine Regeln und auch keine Dogmen, nur Hinweise und Orientierung. Die Erfahrung als Teil des Lebens, das steht im Mittelpunkt. Keine Worte. Es gibt kein richtig und es gibt auch kein falsch. Niemand ist gut oder niemand ist böse. Alle sind wir nicht ideal und machen Fehler, handeln unbewusst und werden auch fortlaufend konditioniert. Aber wir müssen demütig bereit sein, unser Bewusstsein dafür einzusetzen, uns an dieses Ideal anzunähern und auch Andersdenkende, die diesen Weg nicht gehen, in vollem Umfang respektieren und achten. Und genau deshalb möchte ich nicht als Veganer bezeichnet werden. Es gibt einfach unter den Veganern so viele starrsinnige Menschen, die dieses Wort auch prägen, die nur ein Recht kennen und nicht anerkennen oder vergessen haben, dass sie auch einmal Fleisch gegessen oder Milch getrunken haben. Sie haben einen Weg beschritten und können nicht akzeptieren, dass andere Menschen länger brauchen,
oder es schwerer haben. Wie können wir erwarten, dass unsere Sichtweise die ist, wonach sich alle richten müssen, egal wie die Sichtweise ausschaut, auch wenn wir davon überzeugt sind? Warum können viele Menschen nicht einfach die Dinge akzeptieren, wie sie sind und ja, sich lieber beschweren, anstatt weiter an einem besseren Verständnis für die Gefühle der Tiere und der Menschen zu arbeiten? Gewalt und Druck statt Liebe und Konsens hat noch nie langfristige Erfolge gebracht. Eine gesunde pflanzliche Lebensweise im Einklang mit der Natur muss einen gesunden Geist als Grundlage haben. Und dieser Geist kann nur im Gleichklang mit der Natur gesund schwingen, wenn er eben auch wie die Natur dynamisch schwingt und auch offen ist. Ein Mensch mit einem starren Geist und starren Überzeugungen, ohne das Inkludieren einer Fehlbarkeit und einer Demut vor der eigenen Begrenztheit, das ist kein gesunder Geist und das kann auch kein gesunder Geist sein. Und das fehlt mir total im veganen Lager. In der Rohkost liegt der Fokus sowieso nur auf der Ernährung und auch das ist viel zu eindimensional. Zumal man den Fehler macht, dass man denkt, eine Ernährung, auch wenn es die gesündeste Art der Ernährung ist, wie die Rohkost, ausreicht, um geistig wie körperlich gesund zu bleiben oder zu werden. Und zeitgleich macht man sich verrückt, weil mal eine Nuss nicht Rohkostqualität hat. Das ist nicht unserer Natur entsprechend. Wir sind keine Perfektionisten. Das ist eine Krankheit. Ein einfacher Weg, sich zu orientieren in einer komplexen Welt. Der Weg der Geblendeten und Hoffnungslosen, die überfordert sind mit einem Weg der gesunden Mitte und der Akzeptanz unserer Natur. Rogan ist eine Orientierung ohne restriktive Definition. Alles ist offen, da jede fixe Formulierung, wie ja der Name schon sagt, ein Pressen in eine Form ist. Und das formlose Denken, das ist die Zukunft. Dinge werden gemacht und nicht endlos darüber debattiert. Man unterliegt den menschlichen Eigenschaften, aber reflektiert sie bewusst. Und wenn man hinfällt, dann steht man wieder auf. Immer den Blick nach vorn, das Ideal vor Augen, aber wissend, es als Mensch, der fehlbar, der begrenzt und der manipulierbar ist, nie zu erreichen und damit zufrieden zu sein, alles zu tun, was möglich ist und diese Grenzen durchaus auch immer wieder auszubauen. Andere Menschen zu respektieren und ihnen zuhören, aber seinen eigenen Weg zu gehen, nach eigenen Vorgaben, eigenen Richtlinien und im Einklang mit der erfahrenen Natur, also erfahren im Sinne von erlebten Natur. Und nicht Wörtern oder Theorien zu folgen. Roh, puristisch und natürlich, das ist Rogan. Eine Definition, die keine ist und der sich jeder anschließen kann, der eine geistig gesunde Einstellung voller Demut, Liebe und Relativität besitzt. Jemand, der weiß, dass es kein Recht gibt, genauso wie es kein Unrecht gibt. Nur Dinge, an denen wir arbeiten können, weil das kollektive Bewusstsein noch nicht in der geistigen Evolutionsstufe angekommen ist, wo man sich selber vermutet, ganz wertungsfrei, akzeptierend, nicht lamentierend, kraftvoller Frieden statt Selbstmitleid. Alles ist gut, wie es ist, denn es kann nicht anders sein. Und aus diesem So-Sein erwächst die Kraft, die Energie und die Dynamik, die die Menschen ganzheitlich erfasst und allumfänglich transformiert. Eine Einheit mit der Natur, eins mit sich selbst, ohne Angst, ohne Zweifel, das ist meine Lebensphilosophie und das ist das, was ich Rogan nenne und womit ich einen Begriff kreiert habe, auf den ich zukünftig einfach verweisen kann und auch wenn die Mehrheit der Menschen noch dieses Verständnis dafür oder den Geist dafür noch nicht hat, das wirklich nachzuvollziehen, die Bedeutung, wird es Menschen geben, die wissen, was gemeint ist und sich angezogen fühlen von diesen Idealen und diesen Idealen auch folgen wollen, ohne dass sie irgendwas erfüllen oder sich an irgendetwas messen lassen müssen, sondern sie werden einfach so sein, wie sie sein sollten, im Einklang mit allen, voller Liebe und Güte. Das ist das, was ich als Rogan bezeichne und womit ich mich identifiziere und damit allen zukünftigen Diskussionen aus dem Weg gehen werde und einfach auf dieses Wort verweise und meine Energie nicht mehr in Haarspaltereien und in ja, Rechthabereien aufbrauchen muss, sondern mehr Zeit habe mit
Liebe, Leidenschaft und Idealismus meine Idee einer besseren Welt voranzutreiben. Ich wünsche Euch einen wundervollen Tag und ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, Euer Christian.